Am Mittwoch hat der Nationalrat das neue Islamgesetz beschlossen. Dabei handelt es sich um eine Überarbeitung des aus dem Jahr 1912 stammenden Gesetzes, das Musliminnen und Muslimen in Österreich jetzt mehr Rechtssicherheit bringen soll. Es verbietet aber auch die Auslandsfinanzierung von religiösen Vereinen und ihren Funktionsträgern. Nicht ohne Kritik. Seitdem der Gesetzesentwurf der Öffentlichkeit bekannt wurde, haben sich einige muslimische Vereine dagegen gestellt. Mehmet Akbal berichtet. Im Jahr 1912 wurde der Islam als Religionsgemeinschaft in Österreich gesetzlich anerkannt. Das Gesetz regelte die Rechte und Pflichten der rund 600.000 Muslime in Bosnien. Für die bosnischen Soldaten innerhalb der K&K-Armee wurden Imame angestellt. Nach 103 Jahren entspricht das alte Gesetz den Bedürfnissen des Zusammenlebens nicht mehr. Deshalb hat die Bundesregierung vor 3 Jahren damit begonnen, gemeinsam mit Vertretern der Muslime in Österreich an einem neuen Islamgesetz zu arbeiten. Die Debatte dazu im Nationalrat war heftig. Wenn der ÖVP-Obmann Mitterlehner gemeint hat, der Islam gehört zu Österreich, ich sage nein, er gehört nicht zu Österreich, weder kulturell noch historisch. Als dieser furchtbare Terroranschlag in Paris passiert ist, hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eines ganz klar gesagt. Sie hat sich ganz klar gegen die Ausgrenzung der Muslime in Deutschland gestellt, indem sie gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland, das ist so. Dieser Meinung bin auch ich, sagt die Pastorentochter Angela Merkel. Ich teile die Auffassung der Angela Merkel, der Islam ist ein Teil Deutschlands, in dieser Form nicht. Ich bin der Auffassung, dass wir immer dazu sagen müssen, dass wir eine Synthese wollen zwischen einer Koraninterpretation und einer Interpretation der Religionsausübung, die Synthese ist mit den Werten in Europa und mit der europäischen Aufklärung. Meiner Meinung nach gehört er zu Österreich. Wir haben als erstes Land in Europa den Islam auch anerkannt im Jahr 1912. Und ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir Realitäten verleugnen. Wir haben in Österreich über 500.000 Musliminnen und Muslime. Sie sind ein selbstverständlicher Teil Österreichs. Das neue Gesetz regelt auf 7 A4-Seiten die Rechte und Pflichten der Muslime in allen Lebensbereichen. Demnach werden von nun an Imame an Österreichs Universitäten ausgebildet. Außerdem wird im Gesetz die rechtliche Form der Religionsgemeinschaft, aber auch die Ausbildung der Seelsorger für die Spitäler oder für die Gefängnisse festgelegt. Ich bin nicht euphorisch, aber trotzdem bin ich zufrieden, dass wir mindestens jetzt eine gesetzliche Grundlage haben. Auf jeden Fall hat man einfach die Ansprüche der Muslime durch das Gesetz einfach legitimiert, dass man die Muslime als einen Teil dieser Gesellschaft betrachtet. Die Sprache der Predigt in den Moscheen wurde in der Parlamentsdebatte kontroversiell diskutiert. Und wir fordern daher, dass gesetzlich verankert sein muss, dass in Moscheen, aber auch im Unterricht, aber auch in der Seelsorge, in den Gefängnissen selbstverständlich in Deutsch gepredigt werden sollte. Und genau das findet sich nicht im Gesetz. Wir haben den Gleichheitsgrundsatz. Alle Religionsgesellschaften können in der Sprache predigen, in der sie wollen. Es gibt, in allen Sprachen wird gepredigt. Und das ist ja die Vielfalt, die unseren Staat ausmacht. Und das ist die Vielfalt, die die Religionen ausmachen. Und das ist Integration gelebt. Aus den Reihen der Opposition wurde dann auch Kritik darüber laut, dass das neue Gesetz die Muslime in Österreich quasi unter Generalverdacht stellen würde. Muslime haben sich an die Gesetze zu halten, obwohl das geltende Rechtslage ist und ob das selbstverständlich für alle gilt. Na, was heißt das eigentlich? Das heißt, dass aus dem Islamgesetz ein Generalverdacht spricht zu den Muslimen, ihr haltet euch tendenziell nicht an die Gesetze und deshalb schreiben wir das mehrfach in das Islamgesetz hinein. Wir haben das schon 1912 genauso drinnen stehen und würden wir das jetzt nicht hineinschreiben, dann würden diejenigen, die da spalten wollen, die hetzen wollen, sagen, wir haben darauf verzichtet und das wäre schlicht und einfach falsch. Am Vortag der Verabschiedung des neuen Islamgesetzes rief das Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft zum Protest auf. Der Aufruf wurde nach eigenen Angaben von etwa 10.000 Personen unterschrieben. Gekommen sind etwa 150 Personen. Und diesen
Generalverdacht wollen wir nicht nehmen. Das Islamgesetz ist ein Religionsgesetz. Wir erleben ja selber, dass es einen Terror gibt weltweit, vor allem einen Terror, der meint, islamistisch zu sein. Das erkennen wir ja an, aber dazu ist kein Religionsgesetz notwendig. Kritik am neuen Gesetz kommt aber auch aus einer völlig anderen Ecke. Die Initiative Liberale Muslime hielt eine Pressekonferenz ab, und zwar gemeinsam mit liberalen christlichen und jüdischen Vereinen im Club Concordia. Während der Konferenz wurde eine Videobotschaft der Frau des Menschenrechtsaktivisten und Bloggers Raif Badawi aus Saudi-Arabien gezeigt, der im September zu 10 Jahren Haft und zu 1000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Alle wissen, es ist die islamische Glaubensgemeinschaft, eine Horde radikaler Islamisten und ihre dubiose Organisationen wie ATIB, das gesteuert von Ankara, die staatliche Islamreligion, Miliguris, die fundamental konservative Organisation, die Muslimbruderschaft, Hizb ut-Tahrir und Hamas und die Salafisten. Seit September 2014 mobilisieren viele Muslime gegen das neue Gesetz und gegen den Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft. Dabei sind die Beweggründe der Demonstranten oft unterschiedlich. Weil die Regierung ein Gesetz herausbringen möchte, ohne dass es die Zustimmung der Muslime und Musliminnen in Österreich hat. Und das stört mich. Es ist auch sehr interessant, dass das Gesetz jetzt rausgebracht wird, nachdem in den Medien die ganze IS-Orgie veranstaltet wird. Also ich glaube, dass das Gesetz von 1912, wie es damals war, dass es besser war als das, was jetzt auf uns zukommt. Weil jetzt ist es ein Gesetz, was uns einschränken wird. Ich bin Österreicherin, ich bin Moslem und ich werde als Bürgerin dritter Klasse, als zweiter Klasse angesehen. Warum sind Sie dagegen? Ich glaube nicht, dass es ein richtiger Moslem mit Ja sagen auf dieses Gesetz. Es wird ein staatliches Islam, also Islam mit österreichischer Prägung sozusagen. Ist das schlecht? Ja, das ist schlecht, sicher schlecht, weil es gibt nur ein Islam eigentlich, nicht ein europäisches Islam, asiatisches Islam, sondern nur ein Islam. Mir macht ganz persönlich die Sorge, also die größte Sorge, was unsere Kinder angeht, die dann diesem Generalverdacht ausgesetzt sind. Und durch das Gesetz wird es dann eben legalisiert. Und ja, ich habe Angst um meine Kinder, ja. Ich bin eine Stadtbürger hier. Ich will meine Rechte. Soll ich mich immer entschuldigen für irgendeine Tat, die ist geübt worden vor über sie vielleicht 10.000 Kilometer und sie verlangen von mir immer, mich zu distanzieren. Ich bin so distanziert, 10.000 Kilometer. Wir denken, dass wir die gleichen Rechte haben und dass hier auch unser Präsident ordentlich hätte verhandeln sollen. Hat er nicht gemacht und deswegen haben wir auch eine Rücktrittsforderung an ihn gestellt. Fuad Sanac ist seit 2011 Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich und stammt aus der Türkei. Der Islamischen Glaubensgemeinschaft gehören über 400 Vereine an. Jeder dieser Vereine vertritt oft eine andere religiöse Gruppe. Entscheidungen werden vom Islamischen Rat, der sogenannten Schura, beschlossen. Fuad Sanac wird vorgeworfen, dem neuen Gesetz im Alleingang zugestimmt zu haben. Das ist eine schmutzige Verleumdung. Ich kann Ihnen jetzt beweisen, dass unsere Juristen das vorbereitet haben und alle Obmänner der Verbände das bestätigt haben. Nachdem sie alles bestätigt haben, haben sie mich angerufen und haben sie mir gesagt, dass ich das weiterleiten kann. Der Verein Muslimische Jugend Österreich wurde vor 10 Jahren gegründet und organisiert seither Aktivitäten für Jugendliche aus der zweiten und dritten Generation. Kurz nach der Präsentation der Gesetzesnovelle wurde vom Verein eine Bürgerinitiative dagegen initiiert. Die Jugendorganisation, die in der Öffentlichkeit ihr Interesse für das Zusammenleben verkündet, wird oft mit radikalen islamischen Gruppen wie der Muslimbruderschaft in Verbindung gebracht. Präsident Fuad Sanac behauptet, dass der Verein sich deswegen gegen das Islamgesetz stellt, weil er vom Ausland finanziert wird. Dieser kleine Verein bekommt natürlich vom Ausland Gelder und sie wollen das nicht deklarieren. Das ist ihre Sorge. Sie haben keine einzige Moscheen, Schulen und so weiter, keine einzige Institution und sie wollen vom Ausland Geld bekommen, aber das nicht deklarieren. Das ist ihre Sorge. Von welchem Land bekommen Sie das Geld?
von verschiedenen Ländern, von, insbesondere also von arabischen Ländern. Aus Saudi-Arabien? Kann ich nichts sagen. Nein, das ist ein lächerlicher Vorwurf. Ja? Und ich würde mich freuen, wenn er diesen Vorwurf auch einmal in der Öffentlichkeit sagt. Bis jetzt hören wir nur irgendwelche Geschichten von langen Bärten und alten Männern. Gerüchteküche gibt es viele. Wir wollen diesen Vorwurf konkret auf den Tisch legen. Wenn er das öffentlich äußert, werden wir uns auch dazu Stellung beziehen. Wir empfangen von überhaupt nirgendwo Geld. Die Auslandsfinanzierung der Moscheen in Österreich ist seit Jahren bekannt. Berichten zufolge waren reiche Golfstaaten, die für eine radikal konservative Auslegung des Islam eintreten, die Geldgeber. In diesem Zusammenhang wurden die Beziehungen des ehemaligen Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Anas Chakfeh, des Öfteren von den Medien thematisiert. Das neue Gesetz will für mehr Transparenz sorgen. Die türkisch-islamische Union ATIP, der größte Verband von Muslimen in Österreich, ist von den gesetzlichen Änderungen massiv betroffen. Die Tatsache, dass der Religionsattaché der türkischen Botschaft zugleich Obmann des Verbandes ist, verstärkt die Kritik, dass der Verein vom Ausland gelenkt wird. Die Löhne der 60 Imame wurden bisher von der Türkei finanziert. Wenn wir wissen, dass die Türkei über die Imame, die sie finanziert, die direkt Angestellte der türkischen Regierung sind, wenn wir wissen, dass die Türkei über diese Imame in Österreich politisch Einfluss nimmt, auch Veranstaltungen wie die Wahlveranstaltung von Premier Erdogan organisiert oder mitbegleitet, dann ist es unser gutes Recht, hier nicht wegzusehen, sondern gegenzusteuern. Jeder Imam, der aus dem Ausland nach Österreich kommt, kommt mit einer theologischen Einstellung, mit einer theologischen Position nach Österreich, die mit unserer Gesellschaft nicht zu vereinbaren sind. Aus diesem Grund hat das Land, hier in unserem Fall Österreich, das Recht, seine eigenen Lehrerinnen, seine eigenen Imame und Seelsorgerinnen hier in Österreich auszubilden. Die Opposition kritisiert, dass auch das neue Gesetz diese Auslandsfinanzierung nicht unterbindet. Aber was macht dann die Bundesregierung? Sie sagt, naja, gründet Stiftungen. Und sagt quasi augenzwinkernd, jetzt schaffen wir eine Stiftungskonstellation, ausländische Gelder können dorthin fließen. Wir wissen alle, dass Stiftungen nicht gerade die transparenteste Form sind. Wer da was stiftet in die Stiftung, wer Geld hineingibt, das ist natürlich völlig unklar. Und das heißt, ich kann in Wirklichkeit über eine Stiftung, die halt nur ihren Sitz in Österreich haben muss, kann ich also weiter die Auslandsfinanzierung durchführen. Also auch da dieses Gesetz in Wirklichkeit mehr Schein als sonst etwas. Wir fordern daher, dass künftig alle Finanzierungen ausländischer Organisationen und Staaten für Moscheen und Religionsgemeinschaften in Österreich ausgeschlossen sind. Die Demonstranten bei der Protestkundgebung vor dem Parlament protestierten gegen die Verkirchlichung des Islam, wie sie meinen. Anders als bisher werden nach dem neuen Gesetz nämlich die Vereine dazu verpflichtet, nach den Richtlinien der Islamischen Glaubensgemeinschaft ihre Predigt abzuhalten. Diese Vereine müssen entscheiden, ob sie Moscheevereine sind, das heißt Kultusgemeinde oder Kulturgemeinde. Wenn sie Kulturgemeinde sind, dann müssen sie also nach ihren, sagen wir, Hobbys gehen. Was das ist, ob das ein Sportverein ist, ob das etwas anderes ist, ja. Aber diese religiöse Angelegenheiten gehören zu den Moscheen, Kultusgemeinden. Mir geht es darum, dass diejenigen, die hier als Religionsgemeinschaft auftreten, gestärkt werden, weil die haben dann auch viel mehr Verantwortung und dass nur mehr derjenige als religiöser Verein agieren kann, der von der Glaubensgemeinschaft hier auch als solcher anerkannt ist. Die Oppositionsparteien führen ins Treffen, dass es sehr schwierig sei, die muslimischen Vereine in Religionsfragen inhaltlich zu kontrollieren. Dafür sei das Vereinsgesetz in seiner jetzigen Form nicht geeignet. Derzeit haben wir ja zwei anerkannte islamische Religionsgemeinschaften und parallel dazu viele, viele unterschiedliche Vereine. Dass der Gesetzgeber sagt, wenn es eine anerkannte Religionsgemeinschaft gibt oder zwei, dass die religiöse Organisation, dass die Verbreitung der religiösen Lehre von dieser Glaubensgemeinschaft ausgehen soll, das ist verständlich. Nur auch hier das Problem, wie es die Bundesregierung machen will, entspricht höchstwahrscheinlich nicht dem Vereinsgesetz. Vereinsfreiheit ist ein Grundrecht, dass man sich in Vereinen versammeln kann.
Und jetzt würde die Vereinsbehörde wie Religionswissenschaftler sollen die jetzt prüfen, ob Glaubensgrundsätze übereinstimmen. Das ist einmal das Erste. Sind sie also völlig überfordert, klarerweise. Zweitens einmal, selbst wenn sie zu dem Schluss kommen, sie stimmen überein, dann muss wirklich die Vereinsbehörde einen religiösen Verein in Österreich auflösen. Und das glauben wir schlicht und einfach nicht, dass das stattfinden wird, weil da wird dann der Protest erst recht beginnen. Das Gesetz wurde mit den Stimmen der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP angenommen. Trotz aller Kritik stellt das Gesetz einen wichtigen Meilenstein für die Akzeptanz des Islam in Österreich dar. Und bitte jene Damen und Herren, die dafür sind, um ein Zeichen dazu.